Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie immer, auch Eglardum zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Ich habe da offscreen schon mal die vierte Wand zu Ende gebaut, damit der Klotz mal fertig ist, damit das nicht hier mal wieder eine halbe Stunde dauert, bis ich das Wändchen hier zu Ende habe. Und ja, dann machen wir das Ganze mal fertig, bauen wir uns schon mal rein, gucken wir mal, was drin läuft, was man da drin schon machen kann und setzen wir vielleicht heute mal ein Dach drauf und vielleicht haben wir das Haus schon ansatzweise fertig. Ja, wir bauen heute wirklich mal ein Haus. Ja, da sind wir wieder und ich glaube, ich hau da gleich mal ein bisschen eine Tür rein. Wo könnte die Tür sein? Ich glaube, ja, hier so. Hier könnte eine Tür reinpassen. Und zack, hier ein Spalt offen und da ein Spalt. Zack. Und da geht's ja noch weiter. Die Wand ist ein bisschen dicker hier. Na dann. Da oben geht es noch weiter. Oha. Da habe ich wohl mal hochgebaut. Und dann weg damit. Können wir uns schon eine Tür craften. Haben wir hier irgendwo Türen. Eine Werkbank. Die passt man dann durch. Das ist eine schöne Tür. Kann man machen. Kann man so anbieten. Jetzt mal den Schnee hier wegräumen. Zack. Im Haus Schnee, das gehört da nicht so hin. Es liegt natürlich daran, weil wir hier noch kein Dach drauf haben. Da kann es natürlich passieren, dass hier reinschneit. So, und ich würde mal gucken, wo ist meine Werkbank? Werkbank. So, diese. Können wir sie mal hier an dieser Stelle platzieren und mal gucken. Haupttür. Das sieht doch nach einer Tür aus. Was brauchen wir denn dafür? Eichentür, dafür brauchen wir Eichenbretter. Das ist doch hier Eichenholz, oder? Das ist doch, was wir hier damit haben. Fichtenbretter. Fichte ist das. Okay, dann machen wir auch noch eine Fichtentür, logischerweise. Macht ja keinen Sinn, wenn wir eine echte Tür haben und Fichtenbretter. Fichtentür brauchen wir demnach. So. Fichtentür. Da haben wir sie. Sehr schön, eine Tür für unser Haus. Damit die Zombies nicht so einfach reinkommen. Die Creepers. So, zack. Hallöchen, Popöchen. Das kann man so öffnen. Eine Tür. Nice. Tür in Minecraft. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ha, das freut mich gerade ein bisschen. Was noch jetzt kennengelernt. So, die Bank lassen wir da mal stehen. Und ich klopp mal hier ein bisschen Boden raus. Zack. Obwohl, die Bank müssen wir abbauen. Und die Tür wahrscheinlich auch wieder. Weil ich will hier ein bisschen Parkett machen. Oder so ein bisschen einen Boden bauen, auf dem man laufen kann. Ja, die Tür. Die sammeln wir aber ein. Was haben wir jetzt? Drei Türen. Auf jeden. Wer weiß, wo wir die noch alles so einbauen wollen. Machen wir das mit Fichtenbrettern hier. Oder wollen wir da mal was anderes als Bodenbelag nehmen? So. Ich glaube, wir nehmen da mal was anderes. Was haben wir denn hier im Angebot? Oh, wieder die komischen Geräusche hier. Wieder und
Eichenbrett hätten wir. Aber davon haben wir nicht genug. Vielleicht sind wir ja mal so edel und nehmen Sandstein. Wie sähe das denn aus? Wollen wir das mal versuchen? Einfach mal ganz edel Sandstein hier einsetzen. Ja, nicht schlecht. Kann man viel eher schon für Glas benutzen. So als Untergrund. Ja, übel sieht es nicht aus. Ich glaube, wir machen das mal. Ist nicht ganz normal. Ich glaube, man benutzt eigentlich schon Holz für den Boden, aber ja, warum normal? Und was Besonderes machen, das ist ja, wenn man schon mal da ist, so Fichtentür rein. Oha, ich glaube, die zweite Tür hingestellt. Nee, da soll keine Tür stehen. So. Das wird jetzt hier besondere Raumgestaltung. So sieht die Tür auch ein bisschen blöd aus. Du siehst blöd aus, Tür! Sollten wir vielleicht mal bei Gelegenheit ein Bett craften, damit ich die Nacht ein bisschen überleben kann. Ein bisschen besser überleben kann. So hier, da sieht sie gut aus. Weil mich jetzt hier nachts im Haus einzusperren, ist ein bisschen die falsche Lösung. Ich meine, geht auch. Da kommen Spinnen von oben und so weiter. Das ist nicht wirklich das Beste. Ah, Handwerk, hier können wir Sandstein machen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay. Fehlt uns vielleicht unter Umständen der Stein für die Gläser, damit wir hier Fenster drin haben, aber wir können ja später noch mal in die Wüste gehen und ein bisschen Sandstein holen. So ist es nicht. Ist ja nicht weit entfernt, habe ich schon gesehen. Ist ganz dicht dran, die Wüste. Einfach über den See fahren und dann sind wir schon da. Das dürfte kein Problem darstellen. So. Versuchen wir uns mal einen Boden daraus zu machen. Ich weiß nicht, ob das reicht für den Boden. Aber ein wenig. Ja, drei haben wir noch. Müssen wir noch mal in die Wüste. Müssen wir ein bisschen Boden holen aus der Wüste. Haben wir hier Wüstenboden. Ja, in gewisser Weise. Sandstein. Sandstein ist im echten Leben aber auch hübsch. Kann man sich geben. Kann man machen. Für Skulpturen und Kunst. So, ich gehe mal mit meinem Schwert bei Nacht raus. Ich weiß, das ist nicht das Cleverste. Aber da drüben ist ja schon die Wüste, da seht ihr ja schon den Strand. Vielleicht trauen wir uns mal runter. Hoffentlich keinen Fallschaden hier kassieren. Zumindest nicht so viel. Und dann mal gucken, ob wir da ein bisschen Sand kriegen. Zumindest am Strand dort unten. Wie kommen wir jetzt am sichersten hier runter? So bestimmt nicht. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir uns hier irgendwo runtergraben würden. Das wäre das Sicherste. Das sieht ja ziemlich gefährlich aus. Ich glaube, da sieht es ein bisschen sicherer aus, da wo das Schwein unten ist. Ich gehe da mal den anderen Weg. Über die Baumwipfel. Da könnte man eventuell langkommen. Schön das Schwert in der Hand halten. Hier könnten Creepers und Zombies bei Nacht erscheinen. Das wäre nicht so schön. Die müssen wir dann abwehren. Ich höre Schwein. So, hier mal runter. Bah, sieht alles schlimm aus hier. Kommen wir dann am besten da hinunter. Ui. Ist halt ein hoher Hang. Da habe ich jetzt den Hang zu sterben. Boah, verdammt. Ja, das sah schon sehr nach Tod aus. Zwei Herzen habe ich noch. Wenn jetzt hier noch ein Zombie kommt und mich killt, habe ich wieder kein Bett. Dann fange ich wieder am Anfang an. Das ist eine saublöde Idee, jetzt hier runter zu gehen. Mit Abstand eine sehr blöde Idee. Mit Abstand eine der blödesten Ideen. In Minecraft. Ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. Bitte lass hier keinen Zombie hinter einem Baum auftauchen.
So, Wolle, 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 Wolle. So, ein Wolle haben wir. Vielleicht kriegen wir noch ein zweites und ein drittes. Können wir uns vielleicht irgendwann mal ein Bett bauen, ein Bett leisten. Das wäre vielleicht mal gut. So, ab ins Wasser. Sind die Zombies vielleicht nicht ganz so aktiv. Vielleicht wird dann auch bald wieder Tag hier. Am Tag ist es hier vielleicht ein bisschen besser. Da drüben ist der Sand, den ich suche. Huh, ein Skelett. Ein Skelett, ein Skelett. Sieht nach Skelett aus. Dann mal weit weg von. Abstand halten. So. Ich brauche dich. Sand. Sand. Sand abbauen bei Nacht. 6 Sand haben wir da schon. Und ein bisschen mehr. Ein bisschen hier den Strand abtragen. Strand voller Sand. Okay, du hast gleich 42 Stückchen Sand. Ja, das muss ja, das muss ja. Oh, mittlerweile 45. Auf dem Weg noch was eingesammelt. 42 wäre eine Zahl. Dass wir jetzt noch sicher wieder hochkommen, ohne von dem nächsten Zombie gekillt zu werden. Hopsidi hops. Am besten ohne Fallschaden. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen Herzen dazu. Vielleicht laden sich die Herzen dann wieder auf. Ja. Schön. So, gleich haben wir 4 Herzen wieder. Das ist doch gut. Und ich sehe dann schon hinterm Baum die Sonne aufgehen. Das heißt, wir haben wieder eine Nacht überlebt. Das ist doch hervorragend. Durch Essen kann man ja ein bisschen Leben bekommen. Das ist ja gut. Ich schlag mich hier mal durch. 12 Sekunden später. Zack. Hier hoch. Mein Schwert nutzt sich auch ab. Naja, können wir ein neues craften. Stein lässt sich irgendwo finden. Und was mit Holz. Spitzhacke und so weiter. Schwarzes Schaf. Warum bist du schwarz, Schaf? Ich brauche ein weißes Schaf. Ein weißes Schaf. Schwarze Wolle kann ich nicht gebrauchen hier. Soll nicht rassistisch sein, aber... Ja, verdammt. Ich brauche halt 3 Wolle. Und ein weißes und ein schwarzes Wollstück hilft mir da nicht weiter. Verdammt. Eine Kuh. Du hilfst mir auch nicht weiter. Lamas. Die geben, glaube ich, keine Wolle ab, die für Bett hilfreich sein könnte. Lamas, habt ihr Schafe gesehen? Ich brüchte Schaf. Ich höre Schafe. Ich höre es, man. Mäh. Da, ich hab's wieder gehört. Schaf. Mindestens ein Schaf ist hier in der Nähe. Nein, das war ein Lama. Wo ist ein Schaf? Schaf. Schaf, Schaf, Schaf. Schaf. Schaf, Schaf, Schaf. Ich sehe es nicht, aber ich höre es. So ein Mist. Hier macht's doch eindeutig mäh. Werd ich hier paranoid oder was? Schaf.
Schaf. Das muss hier ganz in der Nähe sein. Schaf. Schaf, schaf, schaf. Schäfchen piep einmal. Nee. Das macht es nicht. Na, wie auch immer. Wir werden schon unser Bett kriegen. So, hier rein. Hier rein, sagte ich. Ein bisschen den Boden weitermachen. Vielleicht kriegen wir dann auch langsam mal Fenster rein. Hier können wir auch gleich die Werkbank hinstellen. Die kann ja da jetzt stehen bleiben. Der Boden ist ja fertig. So, Handwerk. Jede Menge Sandstein. Oh, nur 11. Okay. Ich wusste nicht, dass das so ineffektiv ist. Dass so viel Sand für einen Sandstein drauf geht. Vielleicht wird es aber trotzdem reichen. Nein, wird es nicht, aber... Oh, weil... Die ganze Nacht in den Graben. Den ganzen Strand abgegraben. Das ist ja ein mühsamer Boden, den ich hier mache. Aber irgendwann werden wir hier fertig sein. Sandboden. Naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal Sandstein brauchen wir noch. Sieht so aus, als müssten wir noch mal am Tage hier runter. Ich will meinen Sandsteinboden fertig haben. 8 Uhr 1 Abend. So. Hier ein bisschen Sand. Das können wir zum Glück auch ohne Schwert abgraben. Kies. Was wollen wir denn mit Kies? So, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Und was auch unter Wasser abgraben. Ist dann halt feuchter Sand, aber vielleicht kann man das auch so Sandstein abtragen. Oder etwa nicht. So. Ruhig ein bisschen mehr. Und wir bemerkt haben, baut sich das sehr schnell weg. Und wir brauchen noch was für die Fenster, also ist schon mal nicht schlecht. Mal ein bisschen mehr holen. So. Sand reicht vielleicht für unsere ersten Vorhaben. Zack, Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Nice, nice, nice. So, so, so. Irgendwann später. So, wieder oben. Ja. Hat ein bisschen gedauert, den Berg hinauf sich zu kämpfen. Wir brauchen wirklich mal eine offizielle Treppe, halt irgendwas mal aus Sandstein oder aus einem anderen Material, was halt wirklich sichtbar hervorgehoben wird, irgendwas farbig, abgetrennt ist von der Natur, was halt irgendwie da steht und was auch ausgeschildert wird, irgendwie Schilder, die dahin führen, Safe-Treppe, ist dann halt wirklich, dass man nicht mehr Angst haben muss vor Fallschaden. Es wird schon wieder dunkel, ach, die Tage hier. Oh, jetzt habe ich die Truhe zugebaut mit Sand. Ist eigentlich gar nicht nötig, weil man das auch im Handwerk so machen kann. Sandstein. 8 Sandstein. Okay, ja, das wird reichen für die Zwecke. Ist ein bisschen schlimm, wie sehr das hier ins Gewicht fällt, wie man hier, wie viel Sand da drauf gehen muss, um Sandsteine zu brennen zu können. Man muss ja nicht brennen und craften. So, wow, schlimme Geräusche. Jetzt bräuchte ich vielleicht mal ein Dach, das wäre vielleicht gut.
Nur mal, wenn es mal irgendwann mal anfängt zu regnen oder sowas, wäre es vielleicht mal toll, was im Kopf zu haben. Erde haben wir hier. Können wir uns vielleicht so eine kleine Leiter bauen, eine Treppe. Ich weiß, Leitern gibt es auch. Wieso das eigentlich nicht? Wieso bauen wir das eigentlich nicht? Weil wir erstmal, ich glaube, wir brauchen erstmal hier eine schöne Dachsache und dann können wir weiter gucken. Vielleicht gucke ich auch, dass ich hier gleich zwei Etagen habe. Hier kann ich so gut wohnen, dass man halt da irgendwo auf dieser Höhe, dass man hier wirklich eine Treppe dann reinbaut und man hier auf dieser Höhe dann eine zweite Etage anbaut. Hier so ungefähr. Das ist jetzt hier Dirt, aber so ungefähr. Den Dirtblock lasse ich da mal, damit du weißt, das, wo ich da hinbauen soll, damit ich es auch weiß, oben bringt. Zack, zack, zack. Und ich das hier nutzen. Zack. Man kann ja auch eine Luft weiter bauen, warum ich da eigentlich immer sowas mache, wo es ja auch leichter geht. So. Fichtenbretter. Schwarze Wolle. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein bisschen Holz. Birkenholz haben wir. Kann man das zu guten Brettern machen? Birkenbretter. Dann wird es nicht für viel reichen, aber für ein paar reich machen. Das unterscheidet sich nicht wirklich vom Dach, vom Rest des Hauses. Vielleicht sollten wir vielleicht eine andere Sache, vielleicht Stein. Sollen wir Steindach machen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht doch eine gute Entscheidung. Kiesdach? Nein, auf keinen Fall. Ein Ofen, den kann man zumindest mal gebrauchen. Vielleicht kann man damit was brennen. Halt, warte, Moment mal, was sehe ich denn da in meinem Inventar? Ich glaube, mich laust, na, Affe. Ein Bett, ein weißes Bett. Jetzt komme ich mir ein bisschen dämlich vor. Ja, so viel dazu. Schlafen wir mal ein bisschen. Kann man natürlich machen, wenn man ein Bett hat. Sich da hinlegen und schlafen. Das ist natürlich jetzt, ja, kann man natürlich auch lassen. Man kann's, kann man so machen und so machen. Ja, ist ja jedem das seine. So, mein Ofen, den stelle ich mir hin. So, Brennstoff und Zutat. Vielleicht können wir den Bruchstein irgendwie zu was machen. Geht das? Ja, scheint zu funktionieren. Alle 22 kriegen wir da bestimmt nicht mit rum. Haben wir noch irgendwas anderes? Kies haben wir. Und Eichenbretter. Ja. Stein. Ja. Lässt sich bestimmt was draus machen. Was ist denn da? Sieht aus wie Lamas. Lam. Ich hau meine Kaktus rein, vielleicht bringt der was, vielleicht brennt der ein bisschen. Nein, Kaktus ist kein Brennstoff. Warum nicht? Das Ding ist brennbar. Samen können auch nicht brennen. Natürlich. Kürbis kann auch nicht brennen. Dann mal zwei Eichenbretter. Fichtenbretter hätte ich auch noch. Wolle brennt nicht, denke ich. Wir könnten die Fichtentüren, die zwei Fichtentüren, die wir noch übrig hätten, verbrennen. So, sind sie auch mal fertig, die Steine. Nehmen wir die restlichen Fichtenbretter raus.
22 Stein. Hervorragend. Level 2 haben wir hier schon. So, wozu können wir die verarbeiten? Die Steine, die wir jetzt gemacht haben. Gemeißelte Steinziegel. Jetzt brauchen wir aber was anderes. Das wollen wir. Das ist ja noch enttäuschender. 12 von denen. Okay. Ja, dann werden wir irgendwann vielleicht auch mal was hinkriegen. Spitzhacke habe ich jetzt keine mehr. Vergolde ich jetzt diesen einen Stein. Wahrscheinlich. Ja, der zerbricht da einfach. Aber gut. So. Ersten Stein gesetzt. Und zwar ziemlich falsch. Und vielleicht wird das noch keinen Fallschaden kassieren hier. Zack. Das war sehr falsch gesetzt. Aber was soll's. Ich versuche mich noch. Wenn ich sterbe, habe ich hoffentlich das Bett, was mich hier richtig hinbringt. Wenn ich hier gleich 2 Etagen habe, hier kann ich so gut wohnen, dass man halt da irgendwo auf dieser Höhe, dass man hier wirklich eine Treppe dann reinbaut und man hier auf dieser Höhe dann die 2. Etage anbaut. Hier so ungefähr. Nein, nicht so hin. Was machst du denn? Ich brauche eine Spitzhacke. Ach, verdammt. Nicht sterben, Zwecki. Holzspitzhacke. Ach je. Womit ich hier leben muss. Mit Holzspitzhacken. Schwert habe ich noch nicht. Zack. Zumindest kriege ich die dann zurück hier. Oder auch nicht. Nein. Das Spiel versteht nicht, was ich will. Jetzt müssen wir hier wirklich mal eine Steinstufe und ein Steindingens hier hinbauen. Um das halt mal zu bringen. Ich die Erde hier noch drauf. Aber da soll dann die nächste Stufe. Das Spiel versteht's nicht. Ein Dach. Du verstehst, ein Dach. Das ist, was ich will. Ja, so ungefähr. In der Übungswelt hat das eigentlich doch schon relativ gut geklappt. So. Ich mich hier so hoch. Vielleicht kann ich dann hier so von der Perspektive aus. Zack, ja, so geht's. Brauche ich halt nur Erde rund um das Haus. Nein, Fallschaden. Ich sterb doch hier gleich. Ich hoffe, dass ich dann in meinem Bett aufwachen kann hier, das ich gesetzt habe. Minschmeier. So. So soll es dann aussehen, soll es dann weiter hochgehen. Abgraben. Können wir hier auf der anderen Seite weitermachen. So geht das doch. So kann man es machen. Jetzt auf den Baum drauf. Also einen Block Erde brauchen wir dann doch wohl. So. Hier mal hocharbeiten. Zack, 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 zack. Ja, da haben wir natürlich genug dabei. So, mal sehen, ob er den Eckklotz mit dran kriegt. Ob er das versteht, was ich da will. Vielleicht will ich den nächsten Block. Ach, verdammt! Wieder erscheinen. Nein! Was? Wieso? Was? Dein Bett fehlt, du das versperrt. Das ist doch das. Warum? Och, Leute. Naja, ich finde mein Haus schon wieder. Ist irgendwo ganz oben auf dem Berg. Ich schlag mich durch. Und da liegt mein Inventar ja hoffentlich im Haus drin. Finde ich mein Inventar jetzt auch wieder. Mein Bett ist ja dort. Warum? Ich muss erst die Erztreppe dort wegräumen oder was?
Ich laufe einfach in diese Richtung. Ich glaube, die Richtung war richtig. Sehen wir uns am Haus wieder, oder? Muss man jetzt nicht den ganzen Weg hier zeigen. Es wird Nacht. Oh, wei. Warum kann mein Spawnpunkt nicht mal hier mitten im Haus sein? In dem Haus auf dem Gebirge, wo ich hier war. Naja. Dann mache ich mal offscreen eine kleine Wanderung. Und wir sehen uns dann wieder an meinem Haus auf dem Gebirge. Bis dann, würde ich sagen. Waldlichtung. Ach, Wald, 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 Wald. Das hatten wir doch schon. Muss das denn schon wieder sein?